Ob Tanz oder Musik, Bratwurst oder Zuckerwatte, Losbude oder Karussell. Beim 31. Stadtfest der Stadt Schkeuditz war für jeden etwas Spaßiges dabei. Dieses fand vom 21. bis 23. Juni in der Schkeuditzer Innenstadt zwischen Marktplatz und Rathausplatz statt. Zahlreiche Gäste kamen, sodass der Marktplatz unter dem Riesenrad gut gefüllt war. Bei strahlendem Sonnenschein ließ man sich hier kalte Getränke und andere Köstlichkeiten schmecken, traf Freunde und konnte am späten Samstagnachmittag die Darbietungen unterschiedlicher Tanzgruppen bei ihren Vorführungen bewundern. Ging man von hier aus weiter durch die Gassen der Fußgängerzone, konnte man unterschiedliche kulinarische Spezialitäten aus aller Welt entdecken. Für die Mutigen gab es Fahrgeschäfte in unterschiedlicher Intensität. Karussells im Kreisfahren für die Kleinen, Abheben und Herumwirbeln für die Größeren und die Aussicht über die Stadt genießen für die ganz Großen. Bis zum Rathaus ging es weiter mit unterschiedlichen Ständen, auch von Schkeuditzer Geschäften. Auf insgesamt 5 Bühnen konnte man nicht nur Tanzdarbietungen, sondern auch Live-Musik erleben. Gegen Abend konnten aufmerksame Gäste auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer unter den Gästen finden. Um 18 Uhr zeichnete er auf der großen Bühne auf dem Marktplatz die besten Motive aus dem diesjährigen Festumzug aus. Dieser stand 2024 unter dem Motto Kleine ganz groß und sollte die Kinder der Stadt Schkeuditz in den Mittelpunkt rücken. Der dritte Platz ging hier gleich an 2 Bilder, den Freundeskreis Planetarium e.V. und den Freundeskreis Schkeuditz Villefranche e.V., die mit kreativen Kostümen die Bühne betraten. Platz 2 teilten sich der TSG Schkeuditz Abteilung Ski und Eintracht Schkeuditz, wobei erstere leider nicht zur Preisverleihung erschienen. Der Preis für das beste Bild ging passend zum Motto Kleine ganz groß an die evangelischen Kindergärten St. Albanus und St. Martin. Nach der Preisverleihung ging es hier weiter mit Live-Musik und mit dem Stadtfest noch den ganzen Sonntag.